Hallöchen, da sind wir wieder bei Shakes and Fidget. Ich habe es doch noch schnell geschafft, hier eine Folge zu machen. Und da haben wir eine richtig schöne Quest mit Fett XP, die wir natürlich uns nicht entgehen lassen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgespielt. Ich war mir nicht so sicher, ob ich noch ein Video mache. Habe schon etwas beim Schmied recycelt. Aber es sind immer noch einiges an Items da. Und so mittlerweile hat sich es auch so ein bisschen eingepegelt. Ich habe ja jetzt noch zwei Waffen, die auch schön was bringen. Die eine sogar nur 1 Million Gold wert. Also die werde ich auf jeden Fall reinhauen. Gibt zwar keine Kristalle, aber ist auch noch ganz in Ordnung soweit. Dann haben wir hier noch zwei andere Items, die ein bisschen mehr wert sind. Und dann halt die Sachen, die man auch noch so einfach mal weghauen könnte. Aber ich würde sagen, wir drehen einfach mal erstmal am Glücksrad, weil da kommen ja manchmal noch ganz günstigere Items bei rum, die man dann gut und gerne auch noch reinhauen kann. Da waren schon zwei Items und drei. Inventar voll. So, zwei Waffen. Die sollte ich, glaube ich, nicht dem Schmied gönnen. Ja, drücken wir nochmal drauf. So, dann sehen wir auch, was es gibt. Oh, obwohl die hier richtig viele Kristalle gibt, können wir uns ja vielleicht mal. Das Ding hier werde ich auf jeden Fall reinhauen. Kostet nur 300.000 und gibt 200 Kristalle. Das ist gut was wert. Jetzt können wir dann natürlich die Waffe nicht mehr zerlegen. Aber ein anderes Item ist da bestimmt noch drin. Na, wir drehen erstmal noch weiter. Vielleicht kommt ja noch was Schönes. Haben wir noch 7 Mal und da haben wir schon eine Halskette. Die ist bestimmt auch nichts wert. Ah, exakt. Von daher wird die auch zerlegt und weg ist sie. So. Ein paar Drehs haben wir noch. Mal gucken, ob noch ein Item kommt oder ob das für heute genug war. Sehr schön. Wir müssen ja auch noch ein paar Quests durchstehen. Von daher brauchen wir den einen Slot hier im Inventar noch. Muss ich mal kurz gucken, ob ich jetzt. Kann ich überhaupt noch ein Bier trinken? Ja, doch, eins geht noch. Es war schon spät, aber ein Pilz in Ehren kann niemand verwehren. So, haben wir schon einen Edelstein ins Klo geschmissen? Jep. Das heißt, da können wir auch nicht noch Platz machen. Aber ist ja erstmal so ganz okay. Haben wir heute schön was an Kristallen bekommen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch wieder genug Waffen da. Da können wir dann auch schön was machen. Das Ding hier haue ich morgen auf jeden Fall rein in die Toilette. Oder heben wir es lieber auf. Ich glaube, ich hebe es lieber nochmal auf. Und ist auch gut so. Jetzt haben wir wieder schön viel Platz und günstige Items, die wir morgen dann gleich erstmal verschrotten können. Das ist richtig schön. Und was upgraden wir jetzt? Das ist natürlich die Frage. Ich hatte mir überlegt, so jedes Item ein- bis zweimal geht auf jeden Fall. Und wir haben jetzt eigentlich jedes Item schon einmal geupdatet, geupgradet, Entschuldigung. Außer der Vuvuzela. Und da das Ding ja noch buggy ist, also so wie fast alle Waffen, da sind die Kosten ja irgendwie viermal so hoch wie bei den normalen. Kann ich euch nur sagen, wartet da noch, das wird noch günstiger und dann könnt ihr das ganz in Ruhe machen. So, welchen Gegenstand nehmen wir dann? Den Schuh würde ich erstmal noch nicht unbedingt machen. Den haben wir schon zweimal. Die Brust haben wir erst einmal, aber die ist auch nicht ganz so gut. Den Gürtel würde ich sagen. Ach, ich habe wieder einen strategischen Fehler gemacht. Ich wollte doch gucken, um wie viel Kristalle das steigt, wenn ich das Ding hier jetzt verbessere und was ich dann bei der Zerlegung rauskriege. Ist natürlich ziemlich dumm jetzt von mir gewesen, aber ich verbessere das doch einmal, weil das wird, glaube ich, noch passen und dann gucken wir uns das mal morgen in Ruhe an. So, ein bisschen was an, oder? Haben wir noch ein Item, was sich da mehr lohnen würde? Ich glaube, der Ring. Ja. Der Ring wäre, glaube ich, doch noch ein bisschen besser. Den werten wir erstmal auf. Oder warte mal, vielleicht können wir auch zwei Sachen noch. Wir haben 8.900. Wenn wir die zwei Sachen hier machen, reicht es definitiv nicht. Die Brust, dann haben wir noch 4.400 und ein bisschen was übrig. Dann könnten wir eigentlich Brust und Halskette könnte ganz knapp reichen. Aber ich glaube nicht ganz. Wir probieren es mal. Wir nehmen erstmal die Halskette, die ist am günstigsten, oder? Ja, doch, wir probieren erstmal die Halskette.
Und dann fehlen uns genau, shit, 6 Eisen. Ich hab's befürchtet. Naja, gibt Schlimmeres. Dann morgen halt. Ja, können nichts mehr verbessern. Das war's für heute. Dann halt nur die Halskette. Ist ja auch in Ordnung. Die hat immerhin ein bisschen was an Schaden und Leben hinzugebracht. Wir haben es jetzt geschafft, über die 69 Millionen ja schon zu kommen. Was ja auch ganz in Ordnung ist. Und skillen können wir auf jeden Fall noch zweimal. Das bringt auch ein bisschen was. Machen wir gleich nochmal mehr Schaden, weil wir wollen ja unseren Gegner hier im Gildenportal möglichst viel abziehen. Mal gucken, was wir da schaffen. Na, noch ein Treffer und wir sind weg. Schade. Naja, ein Prozentchen. Ganz knapp, nein, nicht ganz. Ein halbes Prozent haben wir abgezogen. Das ist aber auch völlig ausreichend. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt mal hier im Dämonenportal ein bisschen was rocken. Da ging es ja die letzten Tage nicht wirklich voran. Oh, jetzt darf er uns nicht critten. Ach, selbst mit einem Nicht-Crit hat das nicht gereicht. Ist, glaube ich, wieder ähnlich viel Leben wie beim letzten Mal. Ja. Der will einfach nicht rüber über die 52. Irgendwo ist da der Wurm drin. Naja. Aber mal schauen. So, ich kriege ja jetzt pro Tag, wenn ich nicht XP-Event kriege, spiele so circa 150.000. Das heißt, wir könnten es noch bis nächsten Sonntag schaffen auf 419 und dann am Sonntag ein bisschen nachtränken und so blättern. Und vielleicht kommt ja auch wieder das eine oder andere Epic, was wir dann austauschen können rum. Von daher werden wir wohl unsere große Blätteraktion dann erst am Sonntagabend machen, nachdem wir unsere ganze Alu durch haben. Hoffentlich kommt es hin. Wird auf jeden Fall sehr, sehr eng. Vielleicht können da heute noch ein paar gute Quests was vorlegen. Aber ist auf jeden Fall schaffbar. Wir haben ja immer noch unsere gute Akademie, die schön was an XP bringt. Und dann auch unsere 10 Kämpfe, die wir am Tag noch machen, die auch noch XP bringen. Hier heute haben wir sie schon geschafft. Da können wir einfach so angreifen, um noch ein bisschen Gold zu farmen. Und ansonsten müsste es eigentlich passen. Ja, Schmiede, auf jeden Fall eine schöne Sache. Und jetzt auch mit den ganzen billigen Items. Was habe ich denn jetzt heute verballert? Vielleicht 2, 3, 4 Millionen höchstens an Gold. Und morgen gehen da auf jeden Fall auch wieder ein paar günstigere Sachen rein. Wenn ich hier die eine Waffe reinwerfe, die nur 1 Million wert ist. Und dann vielleicht noch was anderes, was nicht ganz so viel wert ist. Mal gucken. Was ich jetzt trotzdem immer mache, ist, wenn irgendwas bei der Hexe gebraucht wird und ich es hier vorrätig habe, dann kommt es dahin. Außer es ist wirklich irgendwas, was richtig viele von diesen roten oder rosanen Kristallen gibt, weil die braucht man ja auf jeden Fall langfristig. Einiges jetzt ist immer noch das hier ein bisschen knapp, aber da hätte ich ja jetzt auch einfach mal eine dicke Waffe oder irgendwas reinwerfen können, wo halt gar keine von diesen Kristallen sind. Die geben mir dann manchmal auch noch ein bisschen mehr von dem Eisen, aber das ist nicht nötig. Ich habe jetzt auch nicht mehr viele Gegenstände, die wir auf Stufe 2 bringen müssen. Sind ja jetzt eigentlich nur noch hier 4 Stück, wenn ich das jetzt mal richtig überblicke, und dann halt die Waffe, die wir auch noch hochbringen müssen. Aber da warten wir, wie gesagt, auf den Patch. Jo, heute kurz, knackig, ist ja auch schon spät am Sonntag. Die meisten werden die Folge bestimmt erst Montag sehen. Von daher, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.